Und wir sind live in 5, 4. Nee, noch nicht. Trend. Herzlich willkommen zum neuen Gedankenflimmern Live-Talk, Live-Podcast. Diesmal von Anfang an mit einer Gästin da unten, die Annika Kaplan. Kommen wir gleich auch nochmal dazu, sie vorzustellen. Ja, wir streamen live auf Facebook und sind hier in der Zoom-Konferenz. Kommentare, Fragen, Beteiligung, Rückmeldung ist immer erwünscht. Und Michael, wir haben heute ein paar Themen. Worum geht es denn heute? Ja, heute geht es einmal, weil Annika ja da ist. Annika, ich sag mal, leitet das Projekt EKN im digitalen Wandel, ist extra dafür eingestellt worden, für dieses Projekt, das ja ich sag mal, in der Perspektive hat, zu sagen, wo muss die Organisation sich eigentlich im Zeitalter von Digitalisierung auch weiterentwickeln und verändern. Ja, das ist ja, geht ja nicht nur an einzelne Menschen nicht spurlos vorüber, sondern auch an Organisationen nicht spurlos vorüber. Und dann wird es heute ein Thema sein, natürlich die ganze Frage, dass wie wollen wir in Zukunft arbeiten oder wie werden wir in Zukunft arbeiten? Annika war ja hier im Land Rheinland-Pfalz, bevor sie zur LKN kam, dafür, ich sage jetzt mal, zuständig, verantwortlich, auch ein bisschen den Prozess zu begleiten und anzuleiten, was die Integration, Einrichtung von Coworking Spaces in Rheinland-Pfalz bedeutet. Dazu würden wir sie natürlich gerne hören. Und dann haben wir nochmal reingeschaut in den alten Bericht, den achten alten Bericht, der sich ja auch diesmal schwerpunktmäßig mit Digitalisierung beschäftigt. Da gibt es jetzt auch veröffentlicht die Antwort der Bundesregierung als Drucksache. Und da habe ich auch noch mal reingeschaut. Da gibt es auch ein paar sehr interessante Aspekte. Wir hatten ja auch eine Veranstaltung, ich glaube letzte oder vorletzte Woche, mit der hessischen Digitalministerin Sinemus und dem Kirchenpräsident Jung und noch drei anderen Gästinnen, die sich ja auch so der Frage der Digitalisierung eigentlich und dem Zusammenhang mit Altern in dieser Gesellschaft gestellt haben. Und das ist auch ein großes Thema, natürlich, weil wir auch in einer Gesellschaft leben, die zunehmend altert. Ja, viele spannende, interessante Themen und von daher nochmal Annika, herzlich willkommen bei uns im Live-Talk und ja, vielleicht möchtest du gerade noch mal was zu deiner Stelle sagen, weil die ist ja jetzt sehr neu, EKHN im digitalen Wandel. Was machst du da den ganzen Tag? Ja, erstmal schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung in eurem Live-Talk-Podcast. Ich bin jetzt seit einigen Wochen in der neu geschaffenen Stelle EKHN im digitalen Wandel. Und meine Aufgabe ist zum einen, den digitalen Wandel der EKHN zu begleiten und zu gestalten. Also innerhalb des EKHN-Gebiets in all den verschiedenen Regionen und Arbeitsbereichen zu schauen, was gibt es da schon an digitalen Themen, wo fehlt noch so ein bisschen Drive in die digitale Welt und wo gibt es schon ganz tolle Ideen und Projekte, die vielleicht bekannter werden müssen in anderen Bereichen. Und ein weiterer Teil meiner Arbeit ist die Vernetzung mit der EKD und anderen Landeskirchen und da Zusammenarbeit zu fördern und gemeinsame Projekte, möglicherweise gemeinsame Softwarelösungen und die Kommunikation sicherzustellen. Ich bin da so ein bisschen als das Bindeglied zwischen der EKN, der EKD und den anderen Landeskirchen, damit nicht alle das digitale Rad neu erfinden müssen, sondern wir da zusammenarbeiten können. Ja, danke schön. Wir haben ja heute so das Thema mobiles Arbeiten oder ja, digitales Arbeiten, flexibles Arbeiten. Und du stößt jetzt ja gerade so inmitten der Corona-Zeit in diese Digitalisierungsphase
Phase oder in diese Stelle mit rein. Wie ist denn hier dein erster Eindruck in der EKHN? Oder ich sag mal, ich stoppe kurz die Aufzeichnung und den Livestream. Ich sag mal so, was ist denn so dein erster Eindruck oder wo siehst du denn vor allen Dingen jetzt auch, ich sag mal, jetzt großes Potenzial oder Aufgaben und Herausforderungen? Also mein allererster Eindruck war, dass in meinen ersten Tagen sehr, sehr viele Menschen ich nicht persönlich kennenlernen konnte, sondern Zoom persönlich sozusagen über Bildschirme, weil es viele im Homeoffice waren. Ich sitze ja hier am Paulusplatz, am Meer, wie man sehen kann. Aber es gibt auch jetzt noch viele, die im Homeoffice arbeiten. Es kommen langsam die Leute wieder in die Büros zurück, aber ich habe sehr deutlich mitbekommen, dass es lange eine relativ umfassende Homeoffice-Lösung gab. Und mein Eindruck war, dass viele ein bisschen überrascht waren, dass das technisch möglich war, dass das von der Kultur her möglich war, dass die Zusammenarbeit tatsächlich funktioniert hat und dass der Unterschied zu in der Verwaltung vor Ort sein gar nicht so groß war, wie alle vorher gedacht haben. Und ich glaube, das ist ein Lerneffekt, den wir unbedingt mitnehmen sollten in die Zukunft. Das heißt nicht, dass unbedingt jetzt immer alle im Homeoffice sein müssen, sondern ja, dieses Gefühl von Dinge sind schon möglich, wenn man sie einfach mal macht und nicht zu viel darüber nachdenkt, wozu jetzt durch Corona ja alle gezwungen waren, finde ich, ist was, was wir uns auf jeden Fall merken sollten. Und Homeoffice hat natürlich Vor- und Nachteile oder mobiles Arbeiten. Und ich glaube, da sollten wir weiter drüber nachdenken, dass wir die Vorteile weiterhin nutzen können und die Nachteile vielleicht nach und nach so ein bisschen auch abbauen können. Ja, ich habe da gerade auch nochmal eine Frage. Wie schätzt du das ein? Also wir verwenden ja oftmals diesen Begriff des Homeoffice und meinen aber eigentlich doch auch mehr als Homeoffice. Also ich habe gerade diese Woche eine Veranstaltung mitgemacht mit dem Welf Schröder. Das ist so ein Kollege aus dem Bereich der sozialen Technikgestaltung vom DGB Baden-Württemberg, glaube ich, zum Thema mobiles Arbeiten. Und der hat nochmal historisch so ein bisschen auftrabüsert, wo eigentlich dieser ganze Begriff herkommt. Und dieser Begriff Homeoffice mit dem Übersetzung eigentlich so dieses Büro zu Hause, das ist eigentlich ein Übersetzungsfehler. Eigentlich heißt es Fernarbeit. Ja, so wie wir fernsehen, heißt es eigentlich Fernarbeit. Und der neuere Begriff, der da ist, wird so ein bisschen immer mit Remote Work, also Arbeiten von unterwegs, ob das jetzt zu Hause ist oder in der Bahn oder in einem Coworking Space, ja. Ja, das sind ja alles sozusagen Punkte, wo man nicht unbedingt dieses Zuhausearbeiten, dieses Heimarbeiten mit so einem klassischen Heimarbeitsbüro, vielleicht noch eigenes Büro verbindet. Wie siehst du das denn? Du hast ja auch in einem Coworking Spaces in Rheinland-Pfalz in dieser ganzen Bewegung so Erfahrungen gemacht, Arbeitsformen. Ist dieser Begriff Homeoffice eigentlich auch ein fälschlicher Begriff? Ja, ich glaube, er ist ein bisschen irreführend, weil man sich dadurch tatsächlich vorstellt, dass jemand zu Hause seinen Schreibtisch hat, der dann eben auch die arbeitsrechtlichen Bestimmungen erfüllen muss mit Bildschirm und so weiter. Und worüber wir jetzt aber tatsächlich viel ja auch sprechen, ist eher sowas wie mobiles Arbeiten oder Fernarbeiten. Bei vielen Aufgaben, finde ich, ist es relativ egal, ob ich sie am Strand mache oder im Schwimmbad oder in der Bahn oder wo auch immer. Meistens brauche ich die technische Ausstattung, die ich dafür brauche, also ein Laptop und ein Smartphone und eine Internetverbindung. Und dann hängt es sehr davon ab, was ich genau tue, was ich dafür brauche. Also sitze ich lange am Schreibtisch und brauche eben gesundheitlich für meinen Rücken einen vernünftigen Schreibtisch und einen Bildschirm oder denke ich eher viel nach und kaue dabei auf meinem Stift rum. Es gibt ja nun auch nicht nur digitales Arbeiten. Das geht ja eigentlich überall. Oder brauche ich Kontakt und persönlichen Kontakt und direkte Nähe zu anderen Menschen? Das ist auch eine ganz individuelle Frage. Also ich habe jetzt in diesem Coworking-Projekt in Rheinland-Pfalz gelernt, dass eben auch sehr unterschiedlich ist, was einzelne Menschen zum Arbeiten brauchen und was ihnen wichtig ist. Ob sie so diese Coworking-Spaces wurden viel von Leuten genutzt, die zu Hause
so ein bisschen vereinsamt sind oder das Gefühl hatten, mir fehlt die gemeinsame Kaffeepause mit Kolleginnen und Kollegen oder dass morgens jemand Guten Morgen zu mir sagt oder auch die Trennung von zu Hause und Arbeitsplatz ist für manche sehr wichtig, für andere gar nicht. Das ist ganz unterschiedlich und individuell. Und da können eben aber auch zum Beispiel Coworking Spaces eine Lösung sein, dass nur weil ich von zu Hause, also weil ich nicht zu Hause arbeiten möchte, heißt es nicht, dass ich 150 Kilometer zu meinem Arbeitsplatz fahren muss, sondern vielleicht 5 Minuten zu Fuß zum nächsten Coworking Space gehen kann an einzelnen Tagen. Das war das, was wir da so ein bisschen ermittelt haben in diesen Modellprojekten, dass da ganz unterschiedliche Bedürfnisse sind und dass es wirklich eine individuelle Lösung ist, die für Einzelpersonen passen muss und für das Team, in dem sie arbeiten. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich denke, wir müssen, also wenn wir über mobiles Arbeiten sprechen, dürfen wir nicht nur an zu Hause denken, sondern wirklich müssen wir alle Formen von mobilem Arbeiten mitdenken. Dieser Begriff Homeoffice, der ist ja jetzt in ganz vielen Einrichtungen, wird der jetzt ja zum Thema, weil sich durch Corona auch sehr viele zwangsläufig damit beschäftigen mussten. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten ausgestattet werden, es musste Infrastruktur geschafft werden. Und jetzt ist man, glaube ich, schon in so einer Zwischenphase, wo man mal erstes Feedback einholt, Auswertungen, Umfragen, um auch, ich sag mal, künftiges Potenzial von Homeoffice oder mobiles Arbeiten vielleicht auch zu verankern institutionell. Da wäre jetzt meine Frage, was denkst du? Du beschäftigst dich jetzt ja auch schon sehr lange mit dem Thema mobilen Arbeiten oder Homeoffice, flexibles Arbeiten. Sind das jetzt gerade Umstände, wo man generell einfach Rückschlüsse irgendwie auf Homeoffice ziehen kann oder verfälscht die Corona-Situation jetzt gerade einfach durch zusätzliche Einflussfaktoren oder Faktoren, die uns irgendwie noch beeinflussen? Also ich glaube, man kann Rückschlüsse ziehen, aber so ein bisschen mit Vorsicht. Ich bin mir ganz sicher, dass Homeoffice mit gleichzeitiger Kinderbetreuung zum Beispiel, was ja jetzt ganz viele während der Corona-Zeit machen mussten, nicht repräsentativ ist für mobiles Arbeiten. Also das, so viel ich das weiß, viele als extrem große Doppelbelastung empfunden, vollkommen zu Recht. Das ist aber ja nun nicht das, was man außerhalb von Corona mit mobilem Arbeiten meint. Ich glaube aber schon, dass die typischen Themen, die dann eben mit mobilem Arbeiten verbunden werden, wie organisiere ich mich selber, wie organisiert sich ein Team, welche technische Ausstattung brauche ich, mit was für Daten arbeite ich. Es gibt zum Beispiel in der EKHN sehr viele Papierakten, das erschwert natürlich mobiles Arbeiten. Und das ist ja außerhalb und innerhalb von Corona gleich. Also ich glaube, man kann durchaus schon anfangen, das auszuwerten, auch für weitere Überlegungen in Richtung mobiles Arbeiten, muss aber natürlich im Hinterkopf behalten, dass manche Umstände ganz außergewöhnlich waren. Wer ist denn da so in Rheinland-Pfalz in dem Projekt in diese Coworking Spaces gekommen? Waren das denn alles, ich sag mal, privilegierte Arbeitnehmerinnen, die, ja, ich sag mal, eine lockere Bindung zu ihrem Arbeitgeber hatten oder konnten da auch ganz klassische? Wir hatten das Beispiel von dem Stuckateur, der die Planung der Hauswand natürlich auch digital macht und nicht auf der Baustelle, während das Anbringen vom Stuck natürlich dann auf der Baustelle passiert und nicht digital. Das war ganz unterschiedlich. Also wir hatten da eine ganz bunte Mischung aus Leuten. Zum Beispiel eine, die würde man sich jetzt vielleicht ein bisschen klassisch vorstellen, hat in einem Softwareunternehmen gearbeitet, relativ digital. Da gab es auch schon Überlegungen zu digitalem Arbeiten. Und die hat in der Nähe von Bonn gearbeitet und gewohnt und ihre Mutter hat in Prüm in der Eifel gelebt. Dann wurde die Mutter krank und sie musste die betreuen und hätte sonst eigentlich jeden Tag zu ihrer Arbeit fahren müssen. Es waren 120 Kilometer ungefähr. Und dann hat der Arbeitgeber gesagt,
in diesem Coworking Space, da kannst du arbeiten, da hast du eine vernünftige Internetverbindung und auch Ruhe. Und dann konnte sie eben dadurch ihre Mutter betreuen. Das war so ein, die war aber von ihrer Arbeit her tatsächlich klassisch Arbeitnehmerin in einem eher digitalen Bereich. Es gab aber zum Beispiel auch psychologische Beratung, also eine Frau, die jetzt sich gerade ihre Selbstständigkeit aufgebaut hat in der Beratung und das nicht bei sich zu Hause so gerne machen wollte, weil sie eben Arbeit und Zuhause trennen wollte. Es gab jemanden, der ein Taxiunternehmen von da aus geführt hat oder einen Weinvertriebshandel. Auch das, wo das er noch keine eigenen Büroräume haben wollte oder konnte, aber auch nicht von zu Hause aus. Und die Taxifahrten selber, die sind natürlich nicht digital, aber die Büroarbeit dafür, sie hatte dann eben da ein Büro gemacht. Also es war ganz bunt gemischt. Es gab auch einen Programmierer, aber es gab auch eher so selbstständige Menschen oder Leute, die so ganz verschiedene Tätigkeiten gleichzeitig hatten. Coworking Space, also das ist ja jetzt vielleicht auch etwas, was nicht irgendwie jedem jetzt auch vertraut ist. Wenn ich in meinem Bekanntenkreis darüber rede, das wäre eine tolle Idee, dann kriege ich dann auch öfter mal zu hören, ja, wir arbeiten auch in Großraumbüros. Wie stelle ich mir das denn in so einem Coworking Space vor? Ist das riesige Halle mit lauter Bierzeltgarnituren, wo jeder dann irgendwie das WLAN nutzen kann und sich hinsetzt? Oder wie kann da auch, ich sag mal, noch, ruhiges Arbeiten vor allen Dingen stattfinden? Du sagst, man hat dort auch seine Ruhe. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Coworking Spaces in allen möglichen verschiedenen Formen. In jetzt dem Projekt in Prüm, von dem ich gerade gesprochen habe, waren es einfach Zweierbüros, weil es ein Modellprojekt war und wir damit eben angefangen haben, um den Bedarf zu ermitteln. Und in dem Fall haben wir gemerkt, die Leute möchten gerne zu zweit, aber nicht mit mehr Leuten in einem Büro sein. Es gibt aber auch sehr viele Coworking Spaces, da wird gerade das Großraumbüro als große Bereicherung empfunden, weil darin natürlich viel Kommunikation entsteht und weil darin auch Kommunikation auf beruflicher Ebene entsteht, die die neue Denkweisen bringt und neue Ideen. Und wenn ich zum Beispiel als Grafikerin mit einem Programmierer in einem Raum sitze, dann und über die Kaffeepause kommen wir ins Gespräch, dann entstehen da vielleicht Sachen, die sonst überhaupt gar nicht passiert wären. Es ist dann in solchen Fällen aber eigentlich immer so, dass es auch Rückzugsräume gibt, also Einzelbüros oder Telefonzellen, wo man telefonieren kann. Dann gibt es immer Verabredungen, in welchen Raumbereichen kann es wie laut sein, wo telefoniert man, wo unterhält man sich. Also es gibt dann meistens verschiedene Bereiche für entspanntes Zusammensitzen und sich unterhalten, in Ruhe arbeiten und so weiter. Also es ist nicht so wie das klassische Großraumbüro, das man sich vorstellt mit diesen weißen Boxen, wo jeder in seinem kleinen Käfig sitzt und alleine arbeitet. Das ist in der Regel nicht der Fall, sondern Coworking Space bedeutet schon auch immer so ein bisschen eine Atmosphäre, in der man sich wohlfühlt und gut arbeiten kann. Telefonzellen muss man vielleicht auch nochmal erklären. Die sind ja aus dem Bild eigentlich verschwunden. Telefonzellen, ja, also Räume, in denen man telefonieren kann, die schalldicht isoliert sind. Aber stimmt, das ist auch ein Begriff, den man vielleicht nicht mehr kennt. Ja. Also man braucht auch irgendwo nochmal eine Box für die Groschen, die 10-Pfennig-Stücke, da wird man auch. Und Karten gab es doch früher auch, oder? Es dabei gab in diesen Telefonzellen. Der war ja auch immer eigen, vor allen Dingen, als man da noch rauchen konnte. Es war nämlich mein erster Job, da war ich so 12 Jahre alt. Meine Mutter arbeitete im Fernmeldeamt und ich durfte 3 Telefonzellen putzen und bekam dafür 40 Mark im Monat, was eine Unmenge an Geld war. Aber dieser Geruch, den habe ich bis heute in der Nase. Okay, also Mark müssen wir auch nochmal erklären. Ja. Ja, okay, nochmal zurück zu den Coworking Spaces. Also es ist ein relativ flexibles Raumkonzept und ich sag mal, wenn man jetzt eher so den, ich sag mal, so einen klassischen Verwaltungsapparat hat, was würde es denn deiner Meinung nach brauchen, um
anzufangen? Braucht man da schon gleich irgendwie, ich sag mal, so eine Hipsterbude mit IKEA-Möbel und Kaffeevollautomat und WLAN für die MacBooks? Oder gibt es auch irgendwie. Ja, du hast den Kicker und den Billardtisch vergessen. Und genau, Kicker, auch Billardtisch, aber doch kein Paletten IKEA. Da drin stehen. Aber doch nicht IKEA. Nee, genau. Ich glaube, das ist auch, also es ist das, was ich glaube und das, was wir in den Modellprojekten einfach gelernt haben. Es braucht vor allem Flexibilität im Denken. Also klein anfangen und ausprobieren. Und was auch wichtig ist, mit den Leuten sprechen, die dann da arbeiten werden und müssen. Was braucht ihr denn? Wie arbeitet ihr denn? Wie viel am Tag telefoniert ihr? Wie viel am Tag braucht ihr wirklich Ruhe und konzentriertes Arbeiten? Und so weiter. Und dann ist es, finde ich, sehr wichtig, anzufangen, auszuprobieren, zu evaluieren und dann eben auch Sachen zu verändern. Also wenn sich dann mit der Zeit rausstellt, okay, eigentlich sitzen wir die Hälfte des Tages zusammen und führen Besprechungen, da wäre ein Sofa nicht schlecht, dann stellt man ein Sofa hin sozusagen. Aber wenn ein Sofa da steht, es wird nie benutzt, dann kommt es wieder raus und wird ersetzt durch einen neuen Schreibtischarbeitsplatz. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, immer weiter zu evaluieren und zu schauen, wie sind denn unsere Arbeitsweisen, was brauchen wir und welcher Raum unterstützt uns am besten dabei, wie wir gemeinsam arbeiten können. Wie ist denn deine Erfahrung, oder andersrum, ich sag mal so aus meiner Perspektive, ich glaube, dass diese veränderten Raumkonzepte und das veränderte Arbeiten einen kulturellen Wandel bedeuten, tatsächlich. Also ich habe nicht mehr meinen Arbeitsplatz mit meinen Sachen, mit meinem Bild, mein Auto, meine Blume, mein Stift, die da liegt, sondern sozusagen ja schon ein bisschen darauf auch Rücksicht nehmen genommen werden muss, dass da möglicherweise andere Leute an dem Platz arbeiten. Das eine und das andere, und das beschäftigt mich auch, ich glaube, dass so ein Modell auch immer zusammengedacht werden muss mit der ganzen Frage der Arbeitsorganisation, also Arbeitszeit. Ja, dass man das nicht trennen kann, sozusagen räumliche Konzepte von zeitlichen Konzepten. Also ich sag mal, Coworking Space, manche arbeiten ja gerne um 6 Uhr morgens. Also ich zum Beispiel bin jemand, der eher morgens arbeitet und eher abends abbaut, während, ich sag jetzt mal, mein Bruder, der baut eigentlich eher abends auf und der arbeitet bis tief in die Nacht. Das ist so eher so sein Ding. Ja, also zu deiner ersten Frage, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die wahrscheinlich auch nicht für jeden am Ende was ist. Auch da, glaube ich, muss man ausprobieren im Idealfall. Und auch da wieder, wenn jemand mit 48 Papierakten jeden Tag zu tun hat, dann ist es natürlich schwierig, wenn er dann immer an einem anderen Platz sitzt und dann vielleicht weit zu seinen Akten laufen muss. Das ist aber, finde ich, auch was sich über die Zeit dann ändern kann. Also da muss ja nicht unbedingt der eigene Arbeitsplatz die Lösung sein, sondern vielleicht nach und nach ein Abbau der Papierakten. Und da bin ich auch ja für individuelle Lösungen. Wenn sich im Versuch herausstellt, dass es für jemanden zu ganz großem Unbehagen führt, dass er sich nicht mehr konzentrieren kann oder sie, weil kein Bild von der Katze da steht oder so, dann ist das eben so und dann braucht diese Person eben einen eigenen Schreibtisch. Oder muss ihr Bild von der Katze jeden Tag neu aufstellen. Auch das, glaube ich, kann man individuell ausprobieren. Wechselbilderrahmen. Genau. Oder mit so einem digitalen, genau, Bilderrahmen. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Und auch das kann man, denke ich, von Team zu Team entscheiden. Da gibt es keine Lösung, die für alle passt. Genau wie bei der Arbeitszeit, da muss man natürlich als Arbeitgeber immer schauen, es gibt gesetzliche Vorgaben, es gibt ein Arbeitsschutzgesetz, Mitarbeitende müssen so und so viel Pause machen. Deswegen muss man da, glaube ich, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben schauen, dass man, finde ich, erstmal so viel Flexibilität erlaubt, wie es geht und dann schaut, hat das funktioniert, treffen sich die Leute noch, wenn sie morgens und abends arbeiten. Und dann eben so viele Regelungen finden, die einfach notwendig sind, aber
so wenige wie möglich, finde ich, damit eben sich alle selber organisieren können, wenn sie das wollen. Aber auch sich selbst zu organisieren, ist ja nicht für jeden das Richtige. Manche wünschen sich ja auch eine Vorgesetzte oder einen Vorgesetzten, der sagt, du bist um 9 da und du gehst um 16.30 Uhr und ja, und ich organisiere für dich, wie der Tag abläuft. Auch das gibt es ja, darf man nicht vergessen und muss man mit berücksichtigen. Was mich mal interessieren würde, aus deiner Erfahrung mit diesen mobilen Arbeitsorten oder Coworking Spaces. Also klar, für Freiberufler kann ich mir gut vorstellen, das ist ja erstmal ein Mehrgewinn. Ich muss kein eigenes Büro unterhalten, ich zahle monatlichen Beitrag, kann Infrastruktur nutzen. Wenn ich jetzt aber mal so aus Organisationsseite gucke, dass ich den Mitarbeitern ein anderes Raumkonzept anbiete, hast du da eine Meinung dazu, ob sich das amortisiert oder also auch von der finanziellen Seite und natürlich auch von der Seite der Arbeitnehmer- und Geberzufriedenheit und der Produktivität? Also finanziell finde ich das schwer pauschal zu beurteilen, weil es natürlich sehr von der Größe auch abhängt und von der Zahl. Wenn ich jetzt 10 Mitarbeitende habe und kann dann vielleicht 2 Schreibtische weniger aufstellen, glaube ich, ist jetzt kein allzu großer Unterschied, auch weil der Raum dann ja vielleicht für, also ich habe ja gerade gesagt, es sind dann verschiedene Raumkonzepte möglich, auch die brauchen ja Platz und Einrichtung und so weiter. Ich glaube aber von der Produktivität und der Mitarbeiterzufriedenheit her lohnt sich das auf jeden Fall. Es gibt so eine Geschichte aus einem Coworking Space in Berlin. Da hat eine Firma ihr Innovationsteam, es war eine Straßenbahnfirma, ihr Innovationsteam einfach für ein halbes Jahr in den Coworking Space geschickt. Und die haben sich dann da mit anderen, also hatten ihr eigenes Büro, aber haben sich am Kaffeetisch und so weiter mit anderen getroffen und immer mal darüber gesprochen, worüber arbeiten denn die Leute aus den Startups und die Leute, die hier im Coworking Space arbeiten, und haben dadurch dann ganz neue Buchungsmodelle sich ausgedacht und tatsächlich sind sie auf Ideen gekommen, die sie sonst nicht gehabt hätten. Und haben zum Beispiel so eine App entwickelt, mit der man dann Straßenbahn fahren kann und die App sucht aus, welches das günstigste Ticket ist. Also man fährt eine Fahrt und die App kauft ein Einzelticket, man steigt wieder ein und die App kauft dann so ein Hin- und Zurück-Ticket und ab der dritten Fahrt wird es in ein Tagesticket umgewandelt, automatisch. Und das ist eben eine Idee, auf die sie wahrscheinlich nicht gekommen wären sie nicht in dem Coworking Space gewesen. Und ich glaube, das funktioniert auch innerhalb von Organisationen, wenn sich Abteilungen mischen und sich dann rausstellen, ich arbeite doch immer mit denen und den Daten und die kriege ich immer über 5 Ecken. Du hast die doch auch. Ach Mensch, na so. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da ja, Synergien entstehen und Ideen entstehen, die eben sonst nicht entstehen würden, einfach durch die geschlossenen Bürotüren oder meinetwegen auch offenen Bürotüren, aber das Sitzen auf verschiedenen Fluren. Deswegen glaube ich, dass eben so ein flexibles Raumkonzept, in dem Leute immer unterschiedlich sitzen und immer unterschiedliche Nachbarn auch haben, sehr hilfreich sein kann für die Zusammenarbeit innerhalb einer Organisation. Ja, wir merken das ja auch. Also ich sitze ja auch mit 3 anderen Kolleginnen und Kollegen in einem Büro, tatsächlich so etwas wie ein Großraumbüro, aber ohne Hasenkastenfunktion. Und dieses gegenseitige Befruchten und gegenseitiges, ich sag mal, auch Feedback einholen. Du, ich habe da das und das vor und ja, diese schnelle Rückmeldung oder man kriegt mit, dass jemand anderes an etwas arbeitet, wo man selber auch arbeitet. Ja. Einfach so dieses, ich sag mal, diesen Austausch. Und das ist ja ein großer Vorteil von Coworking Spaces, dass man sozusagen auch mal einen fremden Blick, den man ja auch bei vielen Dingen mal wirklich braucht, einen fremden Blick mal drauf werfen lässt auf das, was man tut. Datenschutzrechtlich konform natürlich. Ja, ich denke auch, das kennen eigentlich alle, dass man zum einen in so zwanglosen Gesprächen beim Mittagessen auf einmal auf ganz tolle Ideen kommt oder auch
wenn man sich an ein Problem festgebissen hat, dass man dann den Ort wechselt und sich 3 Meter weiter an einen anderen Tisch setzt oder nach draußen geht. Und auf einmal ändert sich schon der eigene Blick. Und wenn dann noch ein fremder Blick dazu kommt, dann denke ich, kann das erstmal nur befruchtend sein. Wie ist das denn bei euch in der Kirchenverwaltung? Habt ihr denn auch ein Konzept für mobiles Arbeiten? Habt da sowas gehört? Gibt es ein Konzept für mobiles Arbeiten? Das ist jetzt unangenehm. Ich bin noch so neu, dass ich mich da noch nicht so genau auskenne. Es gibt Ideen. Also ich weiß, es gibt ein darauf hinarbeiten sozusagen. Es gibt jetzt eine Befragung von allen Mitarbeitenden oder von den Referatsleitungen, wer wie viel und wann mobil arbeiten möchte. Und es gibt dann Überlegungen, ein solches Konzept einzuführen, so viel ich weiß. Aber jetzt im Moment ist es eher noch so diese Corona-Spontanlösung, dass einige zu Hause arbeiten und andere eben hier in der Kirchenverwaltung, der abteilungsintern meistens geregelt. Ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass das auch bei uns in der Organisation, in unseren unterschiedlichen Arbeitsbereichen, in denen wir ja arbeiten, auch fruchten wird. Ja, ich finde das ganz spannend, welcher Bereich der erste ist, der es versucht, weil ich weiß, es gibt ganz viele, die da Überlegungen haben. Ja, wir stehen, glaube ich, relativ kurz vor einem Projekt. Müssen wir gespannt sein, ja. Ja. Bei uns gibt es eine Gruppe Zukünftiges Arbeiten im ZGV. Und die trifft sich jetzt noch 2-mal und ich glaube, dann sind wir soweit durch, dass wir einen Testlauf starten können. Dann seid ihr wirklich nah dran, ja. Ja, vorwärts immer. Genau, also IKEA-Möbel und MacBooks sind schon bestellt. MacBooks never. Paletten sind... Nur Paletten, ja, stimmt. Paletten sind ja die neuen Fliesentische, richtig. Genau. Gut, Michael, du hattest ja das Thema mobiles Arbeiten und Homeoffice ja mit reingebracht. Du hast ja auch in deinem Blog noch ein bisschen was dazu geschrieben. Hast du noch weiterführende Gedanken auch über, ich sag mal, Zukunft, über Rahmenbedingungen dergleichen? Ja, es gibt natürlich Diskussionen, das kriegen wir jetzt auch mit. Ich führe ja viele Gespräche zum Thema mobiles Arbeiten. Ich bin in der Mitarbeitervertretung des Zentrums. Da beschäftigen wir uns auch mit mobilen Arbeiten. Ich bin im Gespräch mit der Leitung, ja auch zum Thema zukünftiges Arbeiten im ZGV, also mit der Leitung des ZGVs. Was mich beschäftigt, sind natürlich schon auch die Interessen der Beschäftigten aus ihrer eigenen Perspektive. Und da scheint es, da gibt es doch sehr unterschiedliche. Also du, Annika, hatte das schon gesagt, ja, es gibt die Kolleginnen und Kollegen, die sagen, nee, also ich möchte mein Büro, mein Schreibtisch, mein Arbeitsplatz, meine Blume, mein Bild und meine Bücher und meine Akten bei mir haben. Das ist auch in Ordnung. Ja. Und es gibt andere, die sagen, ich kann mir das ganz gut vorstellen, auch mein Büro mit jemand anderem zu teilen, also dass jemand noch dazukommt, aber ich brauche meinen Schreibtisch. Das heißt, wir brauchen dann einen zweiten Schreibtisch im Büro und dann gibt es so, ja, ich sag mal, Leute wie jetzt bei uns im Büro, die sagen, naja, wir sind da eigentlich relativ flexibel und ob da jetzt jemand anderes an meinem Schreibtisch, in meinem Schreibtisch arbeitet, im Sinne von der arbeite ich jetzt, das ist mir eigentlich relativ wurscht. Ja, ich brauche halt einfach einen Platz. Ja, und ja. Dass man da einfach schaut, wirklich, wie kann man diese unterschiedlichen Interessen so miteinander auch verknüpfen, dass es für alle nachher auch ein stimmiges Konzept ist. Wobei man dazu ja auch sagen muss, ihr habt alle die gleichen höhenverstellbaren Schreibtische. Also das heißt, ich kann mir auch... Nee, wir haben nicht alle die Höhen. Wir haben nicht alle die gleichen. Verstellbare, oder? In unserem Viererbüro haben wir die jetzt. Seitdem wir gesagt haben, wir sind von einem Dreierbüro auf ein Viererbüro umgestiegen, haben wir gesagt, die Bedingung, dass wir jetzt alle höhenverstellbare Schreibtische kriegen. Aber auch sowas, natürlich das, was Annika gesagt hat, also bauliche Veränderungen im Sinne von Einrichtung, Gegenstände, dass wir diese klassischen Schreibtische abgestellt haben, abgeschafft haben und gesagt haben, jetzt haben wir höhenverstellbare, damit auch jemand anderes
nicht nur wir selber davon Vorteil haben, mal sitzen und mal stehen, sondern dass tatsächlich auch andere daran arbeiten können, je nachdem, wie groß sie sind. Wie gesagt, also mir mit meinem 1,92 Meter wird es dann schon ein bisschen schwer fallen, mir einen Tisch mit jemandem, der 1,60 Meter groß ist, irgendwie zu teilen, weil es dann einfach ergonomisch nicht hinhaut. Also da muss einfach die Rahmenbedingungen dann auch stimmen. Genau, dann haben wir halt so eine gewachsene IT-Infrastruktur, ja, gewachsen einfach. Das ist sozusagen nicht wie, da ist mit einem Mal alles neu angeschafft worden, sondern wir haben die unterschiedlichsten Systeme, die unterschiedlichsten Rechner mit den unterschiedlichsten Anschlüssen. Und im Augenblick arbeiten wir eben ganz viel mit, da brauchen wir noch einen Adapter, damit die Person an dem Schreibtisch mal arbeiten kann und mit dem anderen, weil da ist wieder ein anderer Anschluss dran. Das ist schon auch eine Herausforderung, der man begegnet. Ja. Aber es geht. Also die Frage ist immer, und das hat Annika ja auch gesagt, wenn dieser Wille da ist, mal auszuprobieren, ja, ohne zu sagen, wir haben das jetzt einfach so, wir machen das jetzt so für die nächsten 20 Jahre, dass man sagen kann, okay, wir probieren jetzt mal Dinge aus und nehmen die, können die auch wieder zurücknehmen, wenn es uns nicht so gut geht damit. Genau. Ja. Gut. So viel zum Thema mobiles Arbeiten. Ja. Noch irgendwie eine ganz geschickte einen ganz geschickten Übergang zum nächsten Thema. Ne? Ja, das Thema ist ja, dass man mit dem Alter weniger mobil wird. Das stimmt. Ja. Und dass du auch älter bist als ich, berichte genau. Mal. Ja, also ja. Ich war heute Morgen ja schon bei meiner Herzuntersuchung. Ja. Ich muss ja alle 2 Jahre zur Herzuntersuchung, weil ich ein unregelmäßig schlagendes Herz habe, wovon ich überhaupt nichts mitbekomme, aber meine Liebste, die da manchmal auf meiner Brust liegt, kriegt das schon manchmal mit, dass es hoppelt, also ein Hoppelherz. Und da musste ich natürlich jetzt auch ein Belastungs-EKG machen heute Morgen und das ist alles in Ordnung. Aber ich merke schon beim Fahrradfahren zum Beispiel, dass für mich das auch eine Einschränkung in der Mobilität ist. Jetzt habe ich seit 30 Jahren kein Auto mehr. Also Fragen von Beschaffung von Dingen. Ich fahre jetzt nicht mehr zum Einkaufen irgendwo auf die grüne Wiese zum Baumarkt, ja, sondern ich lasse mir auch vieles anliefern. Also da hat sich mein Einkaufsverhalten verändert. Und das ist auch ein Teil, der in diesem Altersbericht eine Rolle spielt. Also dass Menschen auch durch die Veränderung der Gesellschaft, ob sie jetzt nun teilhaben an dieser Digitalisierung, aktiv teilhaben oder nicht, dass sich für sie trotzdem das Leben ändert. Ja, weil zum Beispiel die Innenstädte sich verändern. Ja. Nicht nur in den Innenstädten, also wenn du jetzt allein auch mal ländliche Regionen anschaust, und davon haben wir in der EKHN ja reichlich, gerade auch was Thema dann noch so Nahverkehr oder Mobilität und Anbindung angeht, was ja auch immer schlechter wird, das spielt natürlich eine ganz große Rolle. Also einmal Mobilität und dann kommen wir jetzt ja diesen absolut genialen Schwenker zur Digitalisierung, also die, Potenziale und Möglichkeiten, diese Defizite einfach auch mit aufzugreifen. Also ein städtisches Problem. Ja, naja, dieser Altersbericht geht ja erstmal davon aus, und das finde ich sehr sympathisch, dass man gesagt hat, es ist heute nicht mehr unbedingt eine Frage des Alters. Ja, also Zugang zum Internet zu haben oder Zugang zu den Kommunikationstechnologien zu haben, Zugang zu medizinischer Versorgung, Zugang zu Ämtern, Zugang zu Informationen, Zugang zu diskursiven Elementen, also wo man sich beteiligen kann, ist heute weitaus einfacher und nicht mehr unbedingt räumlich fixiert. Ja. Das ist sozusagen das eine. Das andere ist, und das finde ich auch eine wichtige Feststellung, weil es manchmal vergessen wird, dass tatsächlich die Gesellschaft verändert durch die Digitalisierung und das alle Menschen betrifft. Nicht nur die, die sozusagen viel digital unterwegs sind, sondern alle. Ja, wir hatten ja in dieser Veranstaltung zum Thema Digitalisierung und Alter einen Vortrag von einem Kollegen, der bei uns mal Spezialvikar war, der ja das an einem Beispiel von so einem Fahrkartenautomat gemacht hat. Also dass ältere Menschen mit einer Technik konfrontiert werden, digitalisiert zunehmend, mit einer Technik konfrontiert werden, die sie nicht kennen.
Ja, du hast selber ja auch ein Projekt gemacht mit dem 55 Plus Senioren-Smartphone-Projekt. Ja, dass wir tatsächlich in der Situation sind, wo manche Generation, also gerade die jüngere Generation, die man ja manchmal so fälschlicherweise als Native bezeichnet, ich sag mal mit Großwerden. Ja, also mein Enkelkind, das eine ist jetzt 6, 5 Jahre alt, das geht halt zu einem Fernseher hin und versucht mit dem Finger an den Fernsehbild zu wischen, um ein anderes Programm zu machen. Funktioniert halt in dem Sinne noch nicht. Ja, aber die werden sozusagen mit einer Technologie groß, die ihnen nicht fremd ist. Ja, meine älteste Schwester, die ist jetzt, glaube ich, Ende 70, ja, die hat mit diesen ganzen Dingern da ganz wenig am Hut. Und die braucht sehr viel Unterstützung, ja, weil sie sagt, naja, ich will das schon mal, ja, ich merke ja, werde abgehängt. Ich werde abgehängt von der Entwicklung, weil ihr Enkel mit ihr eigentlich nur noch digital kommuniziert. Der kommt nicht mehr zum Mittagessen 2-mal die Woche oder 3-mal die Woche, sondern der ist selber schon erwachsen. Und dann ändern sich Kommunikationswege und man wird letztendlich notgedrungen auch, also einmal aus der Not heraus gedrungen, sich damit zu beschäftigen. Auf der anderen Seite bietet es ganz viele Perspektiven und Möglichkeiten. Und die aufzuzeigen und zu sagen, wie können wir eigentlich daran teilhaben, ja, an dieser Entwicklung? Und was können wir als Organisation, beispielsweise Evangelische Kirche, was können wir eigentlich dazu beitragen, dass es den Menschen, die uns ja auch wichtig sind, besser gelingt, an diesen Prozessen teilzuhaben? Das finde ich für uns als Organisation und auch für Annika dann eine Herausforderung, ja, wenn wir unsere Kirchenbindung anschauen, die ist ja doch eher ein bisschen älteres Publikum der Menschen, die eher an Kirche gebunden sind, aber vielmals dann doch abgehängt werden. Also ich beobachte halt in diesem Kontext und das unterstreicht, glaube ich, auch deine Aussage hinsichtlich der Aufgabe, vielleicht für uns auch als Kirche, beobachte ich in vielen Bereichen, sei es jetzt Schule oder wie auch immer, oder wie die Ministerin Sinemus ja auch gesagt hat, mit den in Hessen, Technikoffensiven. Also das Land Hessen hatte ja jetzt in der Corona-Zeit 10.000 Tablets in den Altenheimen zur Verfügung gestellt. Schulen werden ausgestattet mit Whiteboards, es stehen Gelder zur Verfügung, Millionen werden auch gar nicht abgerufen. Dann hat man die Technik da, aber im Endeffekt kann ja keiner damit umgehen. Und ich glaube, das ist einfach so ein ganz großer Punkt, der, ich sag mal, diese Arbeit auch begleiten und gestalten muss, dass die Digitalisierungsoffensive Ausstattung, dass das eben nicht nur eine Frage dann der Hardware und der Ausstattung ist, sondern es auch um Kompetenzvermittlung und Anwendung geht, weil wir ja letztendlich, wenn wir uns gesellschaftlicher betrachten als Gesellschaft, gerade in der Umbruchsphase von der kompletten analogen Lebenswelt bis hin zur kompletten Digitalisierung auch befinden. Wir haben jetzt Generationen, die sich teilweise noch in allen Phasen befinden. In 50 Jahren wird das ja alles gar kein Thema mehr sein, ja, aber im Moment sind wir ja gerade in diesem, nee, wird es nicht, wird es nicht. In 50 Jahren glaube ich nicht, Tobias, glaube ich nicht. In 50 Jahren wird es auch überall Internet hoffentlich vielleicht geben. Du bist Optimist, ich verstehe. Ja, genau. Weil dann gibt es ja neue Umbruchsthemen. Ja. Genau, 7G, so. Genau, also das ist einfach auch nochmal so ein Gedanke, den ich da einfach habe. Digitalisierung ist eben dann nicht nur das, also von institutioneller Seite der Aspekt der Hardware-Ausstattung, sondern da gehört noch viel mit dazu. Ich glaube, das ist dann auch nicht nur eine Bildungsoffensive sozusagen, sondern auch so ein bisschen Übersetzungsarbeit. Also viele ältere Menschen sagen ja zu Recht, ich habe jetzt 50, 60 Jahre ohne den Kram überstanden. Warum soll ich mir das jetzt noch, nicht alle natürlich, aber manche tun das. Und manchmal gibt es dann eben so einen Enkel, der sagt hier, ich schicke dir dann Bilder über WhatsApp oder über einen anderen Messenger. Und dann ist ganz offensichtlich, wofür das nützt. Aber ich glaube, dass man immer auch ein bisschen mitdenken muss, was nützt das denn den Menschen eigentlich? Also, und was können die damit anfangen und wie kann ich das vermitteln? Also wie kann ich vielleicht ein bisschen Werbung dafür machen oder wie kann ich eben
auch mit den Menschen zusammen überlegen, was wären sinnvolle Anwendungen. Ja. Dass es ja geht, das zeigen ja auch andere Länder, also dass es auch mit Älteren geht. Also ich war ja letztes Jahr auf einer Bildungsreise in Estland gewesen, da hatte ich ja auch schon mal drüber berichtet in einer Flimmer-Episode, und die hatten ja Anfang der 90er eben komplett auf Digitalisierung gesetzt als der ersten Länder und hatten dann innerhalb weniger Jahre die Industriestaaten dann auch überholt. Und ich meine, da muss man im Prinzip für, ich glaube, 3 Akte noch in ein Amt persönlich live erscheinen. Also Eheschließung, Scheidung und Hauskauf, und der Rest, das geht alles online und auch für die ältere Generation. Also wir haben uns natürlich auch, ich sag mal, damit beschäftigt, wie wird diese Digitalisierung und diese digitale Kultur auch von älteren Menschen aufgenommen, und das hat auch erstaunlich gut geklappt. Ja, also von daher, es zeigt ja, wie Michael schon gesagt hat, das ist erstmal keine Frage des Alters, sondern ja, einfach der Herangehensweise und der Kultur auch. Ja, und man muss auch sagen, es ist auch eine Frage, ja, und das zeigt auch der Altersbericht, steht auch in dem Altersbericht so drin, dass diese Digitalisierung ja mit dem Versprechen einhergeht für ein besseres Leben in einer demokratischen Gesellschaft. Also einerseits soll das Leben verbessern, wir merken das ja im Bereich Mobilität. Also ja, ich sag mal, wenn ich von Bad Kreuznach, wo ich wohne, nach Frankfurt fahre, müsste ich eigentlich, weil ich hier in Bad Kreuznach keine Karte kaufen kann von Mainz nach Frankfurt, anderer Verkehrsbetrieb. Ja, ich habe aber eine Monatskarte von hier bis Mainz, muss also die Fahrt gar nicht bezahlen. Ja, das ist tatsächlich nur möglich, weil ich eine App habe vom RMV, der es mir ermöglicht, diese Fahrkarte von Mainz nach Frankfurt schon vor der Antritt der Fahrt zu kaufen. Sonst müsste ich nämlich tatsächlich in Mainz aus dem Zug aussteigen, mir dort eine Fahrkarte für die Weiterfahrt holen. Der Zug wäre natürlich weg und ich müsste dann, ja. Da bedeutet Digitalisierung für mich einen wesentlichen Gewinn, was Mobilität angeht. Ja, oder auch die Frage von ärztlicher Betreuung. Ja. Also diese Zeiten, wo, ich sag mal, Röntgenbilder hin und her getragen worden sind. Ja. In der Zwischenzeit, sofern es die Praxen erlauben, erlaube ich Ihnen, diese Bilder auch zu transferieren. Ja. Voraussetzung ist natürlich auch ein großes Vertrauen in diese Technologien und die Sicherheit, die dahinter steht. Ja. Und das haben wir ja zukünftig auch zu tun mit der elektronischen Krankenakte, die ja nicht nur für Ältere, aber auch gerade für die ältere Zielgruppe ein ganz wichtiges Instrument sein könnte, ja, im Abgleich von medizinischen Daten. Ja, auch das steht im Altersbericht drin. Ja, die medizinischen Daten, die man hat, sollen ja eigene bleiben, also die Souveränität soll gewährleistet sein und trotzdem soll es zu einer Erleichterung führen. Und dass diese Form der Digitalisierung auch wirklich tatsächlich bei den Menschen ankommt, das braucht ein großes Vertrauen. Ja, das merken wir jetzt bei der Corona-App. Es gibt ja diese neue Umfrage, nach der 50% der Bevölkerung die nicht installieren wollen, weil sie dem allen gar nicht trauen. Ja. Und das, finde ich, ist auch nochmal so eine Haltungsfrage. Und die ist altersunabhängig. Und an denen müssen wir arbeiten. Also diese Frage der, ich sag mal, digitalen Kultur. Auch die Frage der Beteiligung. Ja, da würde mich jetzt mal interessieren, Michael, wir waren ja gemeinsam letzte Woche auf dieser Podiumsdiskussion der Ministerin, vom Kirchenpräsidenten, da war ja unter anderem auch noch die Referentin von der BAXO, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, und die Abteilungsleiterin für Pflege, Gesundheit der Diakonie Hessen. Und da wurde ja auch in einem Positionspapier zum 8. Altersbericht ein Recht auf Leben ohne Internet gefordert. Und die Frau Jung, nicht verwandt mit Kirchenpräsident Jung, hatte das ja im Prinzip auch so erklärt, Parallelstrukturen eben für die, die es einfach nicht wollen.
Jetzt hatten wir vorhin so den Punkt, ich hatte Estland als Beispiel erwähnt. Das heißt, da wurde einfach mal gemacht, da wurde auf Digitalisierung gesetzt. Man hatte im Prinzip keine Wahl als Bürger, als sich damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Auf der anderen Seite eine auch nicht unverständliche Forderung nach Parallelstrukturen. Wie sieht denn dein Wunsch irgendwie aus, dass wir diesen gesellschaftlichen Wandel, ich sag mal, oder wie wir den begehen? Brauchen wir so Parallelstrukturen oder sagst du ab ins kalte Wasser, damit wir schwimmen lernen? Naja, Estland, ich habe mal mit der Wirtschaftsbeauftragten von Estland gesprochen hier in der Bundesrepublik, die sagte, wir hatten natürlich den Vorteil, dass wir nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion alles bei Null angefangen haben. Ja, das heißt, wir hatten kein bestehendes System und mussten da auch jetzt nichts, ich sag mal, langsam an der einen oder anderen Stelle verändern. Wir haben ja hier die Situation, dass wir ganz viele gewachsene Strukturen haben. Wir hatten das in der Veranstaltung ja auch mit dem Fahrkartenschalter. Ja? Also der Fahrkartenautomat hat den Fahrkartenschalter zum Teil ersetzt. Es gibt Bahnhöfe, da gibt es einfach niemanden mehr, der da sitzt, sondern nur noch Automaten. Ja, da ist man als Mensch, egal welchen Alters, gezwungen, sich mit dieser Mensch-Maschinen-Beziehung sozusagen auseinanderzusetzen. Ja, ich persönlich finde, ja, es ist richtig. Es ist richtig, wir sollten das auch tatsächlich tun und dann sollten wir schauen, was brauchen Menschen, junge wie alte, wie gesagt, das ist für mich keine Frage des Alters, was brauchen junge und Menschen, damit sie mit dieser Technologie umgehen können und gleichzeitig aber auch zu schauen, wie wird eigentlich die Technologie gemacht? Also die Frage Usability, da gibt es so eine Richtlinie, eine ISO-Norm zur Usability, an die hält sich eigentlich, ich sage jetzt mal hier in dieser geschlossenen Runde, kein Schwein. Ja? Sondern das sind einfach viele Sachen, die von denen sage ich, da fehlt eine Benutzerfreundlichkeit vollkommen. Ja? Also wenn ich erstmal mich durch 30 Dinger durchklicken muss, bis ich bei der Fahrkarte lande, die ich eigentlich haben möchte aus dem, ja, das, was Annika erzählt hat, zu sagen, da gibt es einen Automatismus, ja, und ich habe vielleicht so eine App und die macht das für mich. Und ich habe das Vertrauen, dass sie das auch tatsächlich macht. Und dieses Vertrauen kann ja auch durch eine zivilgesellschaftliche Beobachtung dieses Prozesses sozusagen befördert werden. Dann bin ich da eher auf der Seite zu sagen, da muss auch die Technikgestaltung so sein, dass sie sich an den Menschen anpasst, ja, und nicht sozusagen die Anpassungsleistung des Menschen an die Technik so groß sein muss, auch wenn ich sie nicht verteufeln will. Also ich bin nicht dafür, dass in jedem Bahnhof wieder jemand sitzt und ich bin auch gegen den Heizer auf der E-Lok. Ich glaube, da muss man auch damit rechnen, dass Gesellschaften sich verändern und Menschen sich anpassen müssen. Aber, wie gesagt, es muss behutsam sein und es muss auch so sein, dass es eine Begleitung gibt und die Gestaltung der Technik auch so sein muss, dass man das intuitiv auch machen kann. Dann kann ich die Frage ja auch gleich nochmal an die Annika weitergeben. Digitalisierung, Wandel in der Kirche, wie der Michael schon sagte, wir haben es natürlich auch sehr viel mit älteren Menschen auch zu tun. In den letzten Monaten gab es natürlich Digitalisierungsschübe, es gab digitale Angebote und auch auf der Podiumsdiskussion wurden tolle Beispiele genannt, wie ältere Menschen einfach Zugänge zu kirchlichen Angeboten bekommen haben, die sie sonst eben nicht bekommen hätten. Ja. Wo siehst du denn da Potenzial oder Wünsche, ich sag mal, wie sich Kirche vielleicht auch nach Corona auch mit weiterentwickelt? Zurück zum Alten oder dann eher mit Parallelstrukturen oder einfach mal mutig sein und Neues wagen? Also ich glaube, das eine tun und das andere nicht lassen. Und auch da finde ich wieder ausprobieren und schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ich bin sehr für Projekte ausprobieren und auch wieder abschaffen, wenn es nicht klappt sozusagen. Und ich bin aber auch für eine gewisse Offenheit digitalen Themen gegenüber. Ich glaube, es gibt ein ganz großes Potenzial in der Digitalisierung. Das erscheint mir eigentlich schon zu offensichtlich, um es auszusprechen in Kommunikationsformen. Natürlich während Corona, während man keine Altersheime besuchen konnte, zum Beispiel in Person, war das natürlich kein Ersatz für eine Umarmung, aber besser als gar nichts, wenn man Videokonferenzen machen konnte.
Und ich glaube, dass eben zum Beispiel digitale Gottesdienste für Leute, die nicht so mobil sind oder für Leute, denen jetzt die Gottesdienstform bei sich vor Ort nicht gefällt oder für Leute, die mit der Zeit nicht zurechtkommen und sonntagmorgens um 10 was anderes machen müssen oder können, natürlich ganz toll sind. Ich glaube aber nicht, also ich bin überhaupt gar nicht dafür zu sagen, wir machen ab jetzt nur noch digitale Gottesdienste und es gibt keine vor Ort Gottesdienste mehr, sondern in all diesen Dingen, denke ich, muss das einfach so ein bisschen wachsen. Es muss ausprobiert werden und ich bin sehr stark dagegen zu sagen, wir digitalisieren jetzt alles, was geht, einfach weil es digital ist und digital ist neu und toll, sondern da finde ich auch bedarfsgebunden, wenn Digitalisierung etwas bringen kann und jemandem nutzen kann, dann sollte sie eingesetzt werden. Wenn nicht, dann eben nicht. Ganz einfach. Und auch da es kann zeitweise ja durchaus nutzen und dann irgendwann wieder weniger Nutzen haben und dann schafft man Sachen wieder ab und probiert was Neues aus. Ich finde, das ist ja auch was, das ist jetzt nicht unbedingt ein Digitalthema, aber ein Thema in dieser Welt, in der wir jetzt leben, dass sich vieles schnell ändert und dass wir dann eben auch vielleicht unsere Angebote immer mal überprüfen und gegebenenfalls ändern müssen. Oder dann bestehen sie weiter, aber wir wissen, sie bestehen aus einem Grund weiter und nicht nur, weil sie eben schon immer so waren. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja. Okay, Michael, Ergänzung noch dazu, du überlegst gerade schon. Ja, die Frage, also in dem Altersbericht steht drin, dass auch ein Leben als Nonliner möglich sein muss. Ja. Nonliner, also not online, Nonliner. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ja. Also das, was wir vorhin für die Coworking Spaces oder für dieses mobile Arbeiten gemacht haben, zu schauen, was braucht eigentlich der Mensch? Ja, was braucht der Mensch, dass man das auch wirklich als Maßstab macht, aber nicht als alleinigen Maßstab. Ich wäre kein Freund zu sagen, wir machen es als alleinigen Maßstab, sondern auch dann zu sagen, es muss auch Anpassungsprozesse geben. Also zu sagen, alles soll so bleiben, wie es ist. Ja, da bin ich auch kein Freund davon. Ich kann es verstehen, das gilt für mich in weiten Bereichen auch, aber es muss auch so etwas zumindest gefördert werden. So etwas wie eine, ich nenne es immer mal gesunde Neugier. Ich finde ja, Neugier ist so ein menschliches Phänomen, das man nicht abschaffen sollte. Und so diese Neugier aus einem Grund heraus, ich sag mal, zu minimieren, dass es anstrengend sein könnte für Menschen, finde ich auch wiederum fatal. Also ich habe so viele Erlebnisse auch jetzt gerade in dieser Corona-Zeit gemacht von Veranstaltungen, wo Menschen hinkamen zu kirchlichen, aber auch außerkirchlichen Veranstaltungen, die sagen, ich finde es so toll, weil ohne diese beispielsweise Videokonferenz hätte ich niemals teilnehmen können, ja, weil ich nicht mehr so mobil bin. Ich war in der Kirchengemeinde zur Corona-App, Kirchengemeinde in Neu-Isenburg, da waren Menschen, die waren das erste Mal bei so einer Veranstaltung, ja. Die kommen normalerweise nicht in die Kirche, die kommen nicht zu kirchlichen Veranstaltungen, aber über diesen Klick, ja, teilhaben zu können, ist für sie einfach ein Gewinn und die sind so dankbar. Ja, die sind so dankbar, dass jetzt auch über diese Technologie, ja, und ich sag mal so, wenn man diese Menschen, die sagen, ich will das mal ausprobieren, und wir machen ja, wir haben ja so ein, zumindest einen Antrag beim hessischen Ministerium gestellt für diesen Weiterbildungspakt. Ja, Menschen, die sagen, wir wollen mal Dinge ausprobieren in diesem digitalen oder hybriden Setting, ja, was man dann sagen kann, ja, dann machen wir das doch mal, probieren wir es doch mal aus und es gibt eine Unterstützungsleistung. Da finde ich übrigens die Antwort der Ministerin Sinemus falsch, ja. Ich habe gesagt, in Rheinland-Pfalz gibt es sowas wie die Digitalpatinnen und Digitalpaten. Also hier in Bad Kreuznach gibt es 2, das weiß ich. In Rheinland-Pfalz, glaube ich, etwas über 50, die man ansprechen kann. Also wohnortnah ansprechen kann, sagen hier, ich würde gerne mal ausprobieren, können Sie mir Unterstützungsleistung bringen. Ja, sowas gibt es in Hessen nicht. Und Sie
Ministerin, als ich sie fragte, ob das nicht auch ein Modell für Hessen wäre, sagte, naja, ich bin da eher für Bottom-up. Also es muss Initiativen geben in der Bevölkerung und die können dann einen Antrag stellen, dass sie gerne eine Förderung haben wollen. Ja, das finde ich keine gute Lösung. Ja, ich finde auch, hier muss man einfach eine Angebotsstruktur schaffen und sagen, Leute, hier gibt es Dinge und ihr könnt ausprobieren. Ja. Und das würde ich mir natürlich auch für die Kirche wünschen, dass sie solche Ausprobierräume und Ausprobiermöglichkeiten zur Verfügung stellt. Da ist ja die Annika nachher gefragt. Ja, mit ihrem Beraterstab. Mit ihrem BeraterInnenstab. Ja, was, jetzt, wo du gerade gesagt hast, mit diesem Recht auf Non-Liner, wünsche ich mir auf jeden Fall eine differenzierte Auseinandersetzung mit diesem Begriff digital und online. Denn ich sage mal, je weiter sich die Gesellschaft entwickelt, desto weiter ist es unmöglich, Non-Liner zu sein. Also jeder, der telefoniert, ist im Prinzip ein Onliner, denn normale analoge Telefonanschlüsse gibt es nicht mehr. Das läuft alles über IP-Technologie, also technisch gesehen über Internet. Also von daher, die Gesellschaft entwickelt sich ja weiter und ich weiß auch nicht, wie gut es ist, ich sag mal da, auf diese Non-Liner-Strategie zu lange zu setzen. Für den Übergang Alternativen finde ich sehr gut. Ja, aber ich glaube, der Fokus sollte dann doch eher dahin gehen, Bedienkompetenz, Anwenderkompetenz begreifen, was dahinter steckt, Entscheidungsgewalt, wohin meine Daten gehen, was ich freigebe. Und da muss ich auch sagen, fand ich Aussage von der Ministerin auch nicht richtig. Ich sage jetzt nicht falsch, ich fand sie nicht richtig, wenn es um rechtliche, ich sag mal Rahmenbedingungen, was Datenverarbeitung oder sowas angeht, wünsche ich mir natürlich schon ganz klar, dass es einfach auch, ich sag mal, oder Strukturen geschafft werden, die eine unbedenkliche Nutzung einfach auch ermöglichen und das man es nicht den Menschen irgendwie, ich sag mal, auferlegen kann, selber dafür Sorge zu tragen, wie mit deren Daten umgegangen wird, weil das kann kein Mensch überblicken. Gut, Annika, du hast das Schlusswort, weil wir sind jetzt nämlich halbe Minute vor 11. Oh. Und daher als unsere absolute Lieblingsgästin der heutigen Sendung, ja, von allen, die da sind, bist du die Erste, überlassen wir dir gerne das Schlusswort. Danke, ja, darauf bin ich nicht vorbereitet, aber ich versuche mich an einem in die Zukunft gerichteten Schlusswort. Ich freue mich darauf, was wir jetzt gemeinsam online und offline entwickeln, also ob es da um mobiles Arbeiten geht oder um das Einbeziehen von allen Generationen, glaube ich, da haben wir sehr viele Themen und ich denke oder ich weiß, wir drei werden da sehr eng zusammenarbeiten und die EKHN gestalten, so gut es geht. Das wunderbar. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für Kommentieren, Fragen stellen, Achtsamkeit und ja, wir wünschen alles Gute bis zur nächsten Episode. Die ist wann, Michael? Das hast du doch bestimmt jetzt noch in deinem Kalender. Keine Ahnung, da gucke ich jetzt mal einfach in meinem digitalen Kalender. Bist du nämlich super vorbereitet, was immer sowas an. Also die ist am 2. Oktober. Am 2. Oktober, wunderbar, genau. Da ist die nächste Gedankenflimmern Live-Talk-Podcast-Sendung. Herzliche Einladung. Ansonsten in diesem Sinne, alles Gute, schönes Wochenende und bis bald. Tschüss. Tschüss.